Schon als Jugendliche stand Maite Kelly auf der großen Showbühne und zwar zusammen mit ihrer Familie, der 90er-Kultband The Kelly Family. Seit 2007 feiert sie als Solokünstlerin riesige Erfolge und ist aktuell auch als Jurorin in der beliebten RTL-Show Deutschland sucht den Superstar zu sehen. Doch was gibt's sonst noch Spannendes über Ausnahmekünstlerin Maite Kelly zu wissen? Bereits seit einigen Wochen zeigt sich die 41-Jährige in den exotischsten Roben als Teil der DSDS-Jury. Für ihre ausgefallenen Outfits wurde dabei extra eine Designerin beauftragt. Katja Konvenz hat ihr sage und schreibe 20 Kostüme für die DSDS-Castings geschneidert. Sie ist übrigens auch die Schneiderin, die die Let's Dance-Stars einkleidet. Doch während Maite Kelly mit ihren maßgeschneiderten Outfits glänzt, musste sie auch schon Kritik einstecken. Die Warum hast du nicht Nein gesagt-Interpretin macht sich mit einer etwas unglücklichen Formulierung bei den DSDS-Zuschauern unbeliebt. Fakt ist allerdings, dass Maite einem Kandidaten nur erklären wollte, dass er sich nicht auf seine Attraktivität ausruhen darf, sondern hart für seinen Erfolg arbeiten muss. Im Netz hagelte es dafür heftig Kritik. Doch auch privat hat Maite Kelly ihre Prinzipien. Fest steht, in Sachen Liebe darf es kein Musiker sein. Und wie Comedian Oliver Pocher zu wissen scheint, soll die DSDS-Jurorin bereits diesen einen Mann an ihrer Seite gefunden haben. Nach der Scheidung im Jahr 2018 von Ex-Mann Florent Raymond und dem Vater ihrer drei Kinder, soll sie jetzt wieder glücklich vergeben sein. Das plauderte zumindest der Comedian bei Die Pochers hier aus. Die Powerfrau selbst hat sich bislang noch nicht zu diesem wunderbaren Liebesgerücht geäußert.